Die Dortmunder Mentalität ist Fußball arbeiten. Und im Ruhrpott ist das natürlich üblich. Und Jürgen Kohler hat sich immer aufgeopfert. Und er schont sich nicht, er hat keine Angst. Und er hat so einen Willen, Ehrgeiz, spürt das Publikum, die Fans spüren das. Hier auf dem Dortmunder Borsigplatz hat er seine größten Siege gefeiert. Und genau hier wird ihm jetzt ein Denkmal geklebt. Straßenkunst für den Zweikampfkünstler. Jürgen Kohler hat sich wahrscheinlich alles in seiner Fußballerkarriere erarbeiten müssen. Ihm wurde nichts geschenkt. Angefangen hat alles bei Waldhof Mannheim. Unter Kulttrainer Klaus Schlappner spielt er erstmals Bundesliga. In Lamsheim, nur 20 Minuten entfernt vom Stadion, wächst er auf. Zu Hause bei Mama Elfriede. Bodenständig, herzlich. Ach du lieber Gott, wie siehst du aus? Ich immer aussehen am Training. Er war freundlich, respektvoll, obwohl, ja, auf dem Platz kannte er keine Freunde. Die Stars der Liga merken schnell, dieser Neue langt ordentlich hin. Stark im Zweikampf und ein unermüdlicher Antreiber. Einer wie gemacht für den Ruhrpott, wo die Menschen Malochen und Fußballmalocher lieben. Der BVB war und ist hier Religion, von der Stadt bis ins Stadion. Der Jürgen hat das verkörpert. Einsatzwille, Zweikampfstärke, Hingabe, Fleiß, Leidenschaft, das haben die Fans sofort gespürt. 1995 kommt er zum BVB und wird schnell Publikumsliebling. Weil er furchtlos in jeden Zweikampf springt, aber auch modern spielt, offensiv. Immerhin schießt er 14 Bundesliga-Tore für den BVB. Wenn man einen wie Jürgen Kohler in seiner Mannschaft hat, dann geht man in ein Spiel rein, immer mit einem sehr guten Gefühl. Er war ein Fels in der Brandung. Er war immer einer der Ersten, der den Mund aufgemacht hat in der Kabine, der Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat. Wie auch am 28. Mai 1997. Im Champions-League-Finale wird der Anführer Kohler zur Legende. Und hier kann wieder einmal ein Traum in Erfüllung gehen. Der größte Erfolg der Dortmunder Vereinsgeschichte und er ein ganz wichtiger Teil davon. Jürgen Kohler. Sieben Jahre lang spielt er beim BVB. Jürgen Kohler war natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler und er wurde Fußballgott. So nennen ihn die Menschen hier noch heute. Diesen Titel kriegst du nur, wenn du außergewöhnliche Leistung bringst. Und die hat er vollbracht. Der Spieler Jürgen Kohler verabschiedet sich 2002. Der Fußballgott Jürgen Kohler aber, er bleibt hier mitten im Revier.